Hallo zusammen, ich bin der Nico und ich bin heute bei der Coop-Zeitung, weil ich möchte heute herausfinden, wie die ganzen Artikel hier reinkommen. Und für das bin ich bei der Nicole. Nicole, du bist gerade an einem Artikel wie Gustav an. Genau, ich bin gerade beim Thema Einmachen und bin gerade am Rezept recherchieren. Und jetzt muss ich noch ein Interview planen für morgen mit einem Koch. Und genau. Ja gut, dann schaue ich dir mal beim Arbeiten zu. Ja, ist gut. Nicole hat jetzt gerade ein Interview und ich gehe das jetzt mal crashen. Salut zusammen. Hallo. Hallo. Nicole, was ist das Wichtigste, wenn man ein Interview führt? Für das Interview ist mega wichtig, dass man sich gut vorbereitet und dass man die Person, die man interviewt, gut kennt. Und vor allem, dass man die richtigen Fragen stellt. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt gehen wir schreiben. Also Nicole, du hast jetzt das Interview geführt, du hast jetzt den Artikel geschrieben. Wie lange hast du für so etwas? Es kommt darauf an. Also in diesem Fall haben wir viele Interviews gemacht. Wir hatten sicher 1 bis 2 Wochen gehabt. Aber wir sind eine Wochenzeitung, das heisst, eine Woche ist immer. Und dann kommt einfach darauf an, wie viel Inhalt du hast, wie viel Platz in der Zeitung du hast, wie viele Interviewpartner du hast. Und dann musst du einfach schauen. Es ist auch abhängig von der Geschichte. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Artikel? Jetzt müssen wir einfach Bilder suchen und das Layout anpassen. Das heisst, wir gehen zum Layout. Okay. Jetzt sind wir an der letzten Station angekommen. Was machen wir hier an dieser Maschine? Wir suchen hier Bilder aus für die Titelgeschichte, wo das Thema Einmachen ist. Wir suchen ein farbenfrohes Bild aus. Es gibt hier 3 Varianten. Wir haben das offene und das Zunigungsglas. Was meinst du, welches wird dir am besten gefallen? Das, glaube ich, gefällt mir am besten. Gut, dann nehmen wir doch das als Aufmachenbild für die Geschichte. Und wenn ihr hier eure Bilder ausgesucht habt, was passiert dann? Die gehen zum Layouten, dann tut die Zeiten umbrechen und dann geht sie zurück. So sieht der fertige Artikel in der Coop-Zeitung aus. Es ist doch mehr Arbeit, als man denkt. Von der Recherche zum Interview, zum Layout. Du musst jetzt wieder arbeiten, gell, Nicole? Genau. Danke dir vielmals fürs Zeigen. Danke dir. Ich gehe jetzt die Zeitung lesen. Bis zum nächsten Mal.